Recht herzlich willkommen zur 142. Folge von Arborion. Ja, wie ihr seht, es hat ein Update gegeben und das Baumenü ist revolutioniert worden, oder wie soll man das sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben die Baumodus-Oberfläche überarbeitet, steht hier, und wie wir sehen, tut sich herzlich da was getan. Diese Felder, die da links sind, sind jetzt ein bisschen anders geworden, da gibt's mehr Sachen, die man da auswählen kann, und ja, Werkzeuge sind links, Türme, Farben und so weiter. Das aktive Werkzeug wird hervorgehoben. Hier Blöcke übrigens. Werkzeuge sind nicht mehr verstreut, sondern zusammengefasst und komplett. Ja, das sieht man dann ein bisschen anders alles. Mal schauen, wie das so in der Realität gleich ist. Links sind fortgeschrittene Werkzeuge. Okay, da gibt es auch irgendwelche Ordner. Aufgeräumte Stats, Performance, Verbesserung. Standardmäßig werden nun die wichtigsten Stats angezeigt. Okay. Kennen wir ja schon sozusagen. Dann gehen wir doch mal gerade ins Baumenü rein. Aha, das sieht jetzt ein bisschen kleiner aus, aber ja, das ist halt so. Rechts haben wir das noch, das passt. Hier unten kann man drehen, auswählen, Block platzieren. Okay, da muss man sich jetzt dann wahrscheinlich erstmal wieder dran gewöhnen, ne? Ja, ist halt so. Okay, da kann man die Blöcke auswählen. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Okay, Farbe. Reparieren. Warte, wenn ich das da repariere, dann kann ich das Schiff reparieren. Das Fenster ist noch identisch. Da kann ich was speichern, ist auch klar. Blöcke auswählen. Rechtsauswahl, Rechteckauswahl, okay. Löschen, okay, sicherer Modus ist ja auch cool. Gittergröße ist klar. Reagieren schrittweise. Spiegeln. Ansicht. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Ganzes Schiff anpassen. Da kann man zurück und auch löschen. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Hier haben wir noch Pitch, was nicht so ganz so toll ist, aber lassen wir erstmal. So, okay, das ist das Schiff, was wir haben, und wir sind durch den Sektor gesprungen, den wir letztes Mal hatten. Und wir wollten nach Osten, das haben wir noch gemacht, und jetzt geht's hier weiter. Und da geht's nach ganz nach Osten und nach Nordwesten. Und das Tor, was dort ist, ist das Nordwesttor, und ich glaube, wir nehmen das Nordwesttor und fliegen da mal hin. Wir können aber gerade noch mal in eine Karte gucken. Okay, Schiffe und sonst nix und Stationen. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Bin auch gespannt, ob da jetzt mit dem Update dann da oben mein Problem mit dem Speicher nicht mehr angezeigt wird, weil das hatten wir ja letztens, oder ob der auch wieder immer noch voll läuft. Dann sind 16 Gig voll, macht nichts, ich habe 32. Der Rechner läuft immer noch weiter und das Spiel sagt nur, ich bin ausgelastet. Gott, durch dieses Tor dann durch. Und schauen wir weiter, was dahinter ist. Wir wollen ja weiter zum... Tja, wie hieß es jetzt? Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie das Zeug hieß, ne? Tritium oder so ähnlich, ne? So, hier geht's jetzt leider nur nach da. Das werde ich aber jetzt nicht machen wollen. Deswegen machen wir die Koordinaten mal dahin. Karte war nichts besonders groß, also doch schon ein besonderes, ne, aber ja, wir fliegen dann mal nach da, aber jumpen dahin. Ich sehe hier jetzt nur das Grüne. Ich glaube, hier ist noch kein Tritium. Da ist das nächste Tor und da geht es auch Richtung Norden, also werden hier wohl wahrscheinlich den Umweg fliegen können. Haben wir jetzt abgekürzt, ne? Und wir sind hier ganz alleine. Also fliegen wir da mal hin. Dass wir durch das Tor kommen wieder. Sprung wäre jetzt auch erst in einer Minute möglich, also können wir auch fliegen. Passt schon. Tempting Difference Bad. Da geht die Reise hin. Und wir sind in Tempting Difference Alpha. Ach, dann heißt das da unten rechts Beta, passte leider nicht mehr ganz ins Fenster. Ja, da kam ein Schiff.
Und hier fliegen wir jetzt ins Tor. Und hoffen, dass wir bald das Zeug kriegen. Okay. Besatzung hat die Kohle gekriegt, alles gut. Hier haben wir mehrere Tore. Gucken wir erstmal auf die Karte. Eins geht nahe an unsere Kreuzung. Tore. Okay. Das ist auch, glaube ich, neu, oder? Wurmlöcher waren dann das die blauen Linien, ne? Ja. Und die Allianz-Info. Was ist die Allianz-Info? Kann ich jetzt nicht so wirklich sehen. Achso, wir sind ja in keiner Allianz, deswegen können wir da auch nichts sehen. Ist klar. Ist das das Nordtor? Nein, das ist Osttor. Ich hätte gerne das Nordtor, welches dann da ist. Okay, dann geht die Reise dahin. Könnten allerdings auch so springen. Machen wir jetzt mal nicht. Ein bisschen gucken, ob da irgendwelche anderen Asteroiden schon sind. Aber ich habe noch keine gesehen. Das war noch grün, was ich da gerade gesehen habe. Naja, wird ja auch nicht gleich sofort die Menge dann da sein, oder? Ja, gehen wir mal in das Tor rein und gucken da weiter. Und Jump Inner. Oh, der ist aber schön nah hier dran, ne? Wer ist denn das? Ein Zerstörer. Osotkulov oder so ähnlich. Nordwesttor. Gucken wir mal gerade in die Karte rein. Das ist sowieso das Einzigste, ne? Ich glaube, ich habe da gerade... Nee. Lass mal da hinfliegen, da in der Nähe meine ich gerade was gesehen zu haben, was sich dann der neue Stoff nennt, oder? Habe ich mich vertan? Ich meine, da leuchtete gerade etwas leicht blau. Kann mich natürlich auch vertun, ne? Ne, da ist es. Da ist das Zeug. Somit sind wir in einem Sektor, wo wir es abbauen können. Okay. Trinium. Wir finden hier gerade Trinium. Geht schon. Super. Enzyklopädie Antrag von Tridentum, okay. Bauen wir das mal ab hier. Der Ton ist anders, kann das sein? Hört sich auf jeden Fall anders an, ne? Wie, wenn ich da dran gehe, werden mir Docs angezeigt. Das ist doch auch neu, oder? So, jetzt müssten wir nur gucken, wo das nächste Zeug ist. Da ist wohl ganz viel Dingens drinne. Das kriegen wir dann auf einmal, oder? Ein dicker, fetter Block. Holen wir uns doch mal da raus. Kann ich eigentlich P drücken und er arbeitet weiter? Ja, sieht gut aus. 834 haben wir von Trinium. Und
Die Frage, wo ist noch was Blaues? Ich sehe keinen. Aber so fängt das halt an, ne? Zuerst, dass mal nur so eine kleine Stelle ist. Einer also, ne? Unser Schiff sagt, also unser Bergbau-Add-on sagt jetzt auch nicht viel aus. Also mal gucken. Da, wenn wir da so in diese Richtung fliegen, irgendwo wird ja am Rande vielleicht das Grüne und einmal blau werden oder so, aber ist nix. Das ist ein Nordwesttor und das war auch, glaube ich, wo wir hin wollen, ne? Genau. Dann fliegen wir jetzt mal zum Nordwesttor, einen Sektor weiter, vielleicht kriegen wir da mehr von dem Zeug. Rein da. Wird schon werden, ne? Torgebühr bezahlt. Und ja, haben wir gleich den ersten am Schlawittchen. Fliegen wir doch da mal hin. Lass mal gerade die Karte einmal gucken. Okay, können wir nur quer durch. Dann geht es da weiter durch das Tor. Aber wir nehmen gerade das noch mit. Schauen wir, dass das auch noch abgebaut wird. Okay, links ist auch noch einer. Jetzt wird schon abgebaut, gut. Noch 7000 davon drin hier, aber wir holen halt nicht so viel raus, ne? Weil wir jetzt auch nicht die beste Waffe dann haben, oder wie war das? Die müsste ja aus dem Zeug sein, damit wir das richtig abbauen, ne? Ja. Kriegen wir schon abgebaut, ne? Okay. Und dann ist der Asteroid gleich weg. Dann müssen wir den da hinten anvisieren. Das hier Eisen oder was ist das? Ja. Was hier näher müssen wir noch. Und da kriegen wir es auch schon. So, dann bauen wir das ab. Viertausend ist dann noch drin. Müsste man mal gucken, was das Trinium jetzt für eine Besonderheit hat, ne? Mit dem Trinium die Docks machen? Ich weiß es nicht mehr. Könnte sein. Und dann ist es auch schon alle.
Und ich sehe nichts. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Könnte sein, ja. Dann geht die Reise mal dahin. Vielleicht gibt es da noch was. Oben ist eine Handelsstation. Haben wir irgendwo noch was? Ich glaube nicht. Stationstechnisch gibt es nur eine Station. Oder wie ist das? Gucken wir mal gerade. Ja. Das ist nur die Handelsstation, die dann da ist. Können wir hier was Blaues entdecken? Ja. Da ist was Blaues. Wie viel haben wir denn abgebaut? 2000 schon. Okay, das ist ja gar nicht mehr so schlecht, die Ausbeute. Okay. Sind wir schon nah genug dran, ne? Ich glaube, wir können noch ein bisschen näher ranfliegen. Du hast einen Notruf von einem unbekannten Quelle. Ja, kann sein. Aber das ist mir gerade zu gefährlich. Das lassen wir mal mit der Notrufgeschichte. So, ein bisschen näher. So, und weg ist es. Können aber noch was aufsammeln, so wie das aussieht. Haben wir nicht alles gekriegt. So, da sind noch zwei blaue Teile da. Ich sehe aber nichts Blaues mehr hier so zwischen. Dann war es das wohl. Wo ist denn das andere Tor gerade? Da. Fliegen wir gerade vorbei. Das Südosttor. Genau das andere also. Und das war. Wo ist denn das andere Tor jetzt? Noch weiter rum, okay. Da ist nichts drin. Das ist Nordwesttor. Hast du das? Ja. So, dann fliegen wir noch wieder ein Tor weiter. Oder wir könnten jetzt hier, weil es hier gerade so schön ruhig ist, können wir mal hier ins Baumenü gehen, ne? Und dann können wir uns mal gerade hier die Steinchen angucken, die da in Blau sind. Hülle, Fenster, Panzerung macht das auch. Okay, Triebwerk auch. Frachtraum, Quartiere, Korrekturdüsen, gerichtete Geophalanx, Schildgenerator, Geschützturmbasis, Torpedorampe, Torpedo-Dingster-Bumster, Produktion geht damit auch. Trainieren Flugschreiber, Geschützkotationsfixierer. Dock. Und das ist der Hangar. Dock war es nicht, sondern Hangar wollte ich haben. Und dann können wir nämlich ein paar Jäger haben. Dies ist jetzt das, was ich eigentlich bauen wollte. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Wo bauen wir das hin? Unten drunter, denke ich. Und eine Symmetrieachse hätte ich gerne gehabt. Ja, das ist gut so. Und ich würde die Hangar gerne erstmal drehen. Ja, so finde ich das schon okay, weil so ist da so ein weißer Strahl dran. Ist das der Ausgang dann oder was? Oder muss das zum Durchfliegen sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich es größer haben wollen. 2 mal 1,5 mal 2, okay. Kann ich die so denn da dran machen?
Nee, ne? Ich glaube, ich muss das nochmal drehen. Und zwar so. Aber so zeigt er mir rot an, ne? Vielleicht sollten wir doch nur einen Hänger haben. Und der hier so hinkommt. So unten drunter so. Würde ich jetzt auch länger machen wollen. Weiß nicht, wofür der Balken da ist, dass man besser sieht, wo er dran muss. Raumjäger 0 von 0, Rangergröße 1. Das ist dann schon mal zu groß. Größe 0. Raumjäger. Ja, verstehe ich jetzt nicht, aber wir können es ja mal einfach bauen. Ach, siehe da, und dann steht da auch schon was. Nämlich Raumjäger 2 bis 20 können da rein. Okay. Dann lassen wir das doch mal so stehen. Gehen da erstmal raus. Neue Mission, Befehligen von Jägern, okay. Haben wir denn hier so? Notruf ist klar, Flottenkommando. Lies die Anleitungsnahme. Ach so, das ist der Typ, der uns da wieder Infos geben kann. Ja, das ist das Nordwesttor. Das wird dann wieder unser nächstes Ziel sein, wo wir dann hinwollen und gucken zwischendurch mal, dass wir irgendwo ein paar. Ach, warte mal, da oben ist das Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dann gucken wir uns das doch mal an hier. Hi there. Now that your ship has a hangar, you can try out of different ways to use it to start things off. You buy some mining fighters at an equipment dock. Greetings, Evu, the adventurer. Gut, dann haben wir die Mission ja sogar schon beendet. Warte mal, wir können mal gerade gucken, wie viel haben wir noch? 600, okay. Ja, dafür brauchen wir natürlich auch dann Piloten wieder, ist auch klar. Und hier könnten wir nichts mehr hinbauen, ne? Oder? Ne. Transporter Software, okay. Quantum Upgrade. Handelssystem haben wir hier noch. Und der Detektor. Jetzt sind hier die Symbole auch wieder alle zu sehen. Ich glaube, da gab es dann in dem Fix das natürlich auch. Neue Staffel können wir dann machen. Ja, haben wir erstmal, ne? Gut, wir sind aber dann unterwegs und schauen zu, dass wir die Jäger kriegen dafür. Und ja, sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video da ist. Und ja, macht einen Kommentar, was gut ist, was schlecht ist. Schreibt es bitte rein. Ich würde mich sicher darüber freuen und auch gerne antworten. Alles klar. Bis zum nächsten Sektor. Tschüss.